Freunde, da sind wir wieder und ja, heute geht's weiter mit Currywurst Maps. Wir haben ja New York und Kitchen Run haben wir auch noch alles. Kommt alles noch, Freunde. Es wird noch richtig schön und Regenbogenland, Leute. Dann wird heute alles richtig geil durchgepusht. Was haben wir denn noch hier? Ja, sonst eigentlich Currywurst-mäßiges haben wir nichts mehr, glaube ich. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an mit New York 2. Also da sollen wir angeblich sehr viel Zeit einplanen. Und das habe ich jetzt mal gemacht. Ich habe sehr viel Zeit eingeplant und ja, wir schauen jetzt mal, was passiert. Ne? Also ich kann mir das auch nicht erklären. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was da für ein Update kommt oder was da für ein Update gebaut wurde. Wir können bei was? Einhorncode. Ja, da hinten zerspringt erstmal eine, was? Eine Melone? Eine Riesenmelone? Die Musik ist auch wieder sehr schön, also ich freue mich. Wird toll. Ja. Somit hätten wir das Level auch beendet. Alter, oh Gott, ich habe jetzt schon Angst, ne? Oh. Entschuldigung, Dennis, wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein, würde ich mal sagen, ne? So, Segen kommen raus. Alter, wie sollen wir denn hier vorbeikommen? Das ist ja mega krass. Wir müssen das irgendwie machen, dass das Ding in die andere Richtung dreht. Ja. Wir probieren es nochmal. Alter, unfassbar. Ich hoffe, du hast die Checkpoints vernünftig gesetzt. Weil sonst wird es ein bisschen heftig. Guck mal, das. Alter Schwede, okay. Okay, wir müssen durchbeißen. Durchbeißen. Alter. Wir sind nicht mal 10 Meter nach vorne gekommen bisher. Schöne Musik, ne? Alter, dieser Baseballschläger, der macht mich jetzt schon sauer. Wir sollen ruhig sein, ne? Ruhig bleiben. Nein! Wir hatten's fast. Wir hatten's fast. Oh Gott. Das ist ja mega heftig. Alter Schwede. Okay. Wir bluten zwar ein bisschen, aber da können wir Pflaster draufpacken. Das ist nicht so tragisch. Nein. Nicht dein Ernst. Spiel. Bitte. Okay. Okay. Wir warten ab. Wir warten ab, bis die erste Welle da irgendwie vorbei ist. Können wir nicht ein bisschen cheaten? Können wir nicht cheaten und einfach hier runterfahren? Warte mal. Also wenn es die Strecke zulässt, dann ist das ja nicht schlimm, ne? Ist ja alles in Ordnung, da kann ich ja nichts für. So. Nur ist die Frage, wie sollen wir jetzt da die Dings hochkommen, ne? Alles klar. Hat ja super geklappt. Also alles in Ordnung, Freunde. Okay, wir machen es nochmal. Alter Schwede. Dieser Baseballschläger, Mann, der ist ja mega, mega assi. Aber never mind. Passt schon. Passt schon. So, Sägen. Hier wird gesägt, Freunde. Da kommen noch mehr. Alter. Jawohl. So, jetzt zack. Warum? Warum bin ich tot? Oh Gott, das gibt's doch nicht. Ganz ruhig, alles in Ordnung. Käffchen trinken, Tee trinken, alles gut. Alles cool, alles kann nur besser werden. Nein, ey, das war so gut. Das war so gut. Bis dahin war es richtig gut. Es war echt schön. Okay, volle Pulle. Ey, das ist, also das finde ich jetzt aber unfair. Ach komm schon, bitte. Bitte spiel. Okay, Sägen abwarten. Alles wird cool, Leute. Wir werden noch unseren... Nix. Nein, 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 nein. Nein.
Ich will das schaffen. Ich will das schaffen. Nein, nicht dein Ernstspiel. Ey, ich war doch durch. Ich war doch fast durch. Komm schon. Okay. Also bitte. Also ich habe jetzt oft genug schon einen Home Run gesehen, ne? Ist alles in Ordnung. Nein! Was? Nichts passiert. Fuck you! Fuck, wie der Knochen da rausguckt. Ich will das nicht mehr sehen. Ich will jetzt vorankommen. Wenigstens zum ersten Checkpoint erstmal für die Folge. Ey, das gibt's nicht. Das ist unfassbar, ne? Unfassbar! So. Leck mich, Spiel, erstmal gerade. Ohne Scheiß. So, warum hält das jetzt auf zu blinken? Ey, das ist unfassbar. Ey, das ist unfassbar. Wie ich mich konzentrieren will. Diese Scheißmusik, Mann! Ey, ganz ehrlich, ich will locker bleiben, ne? Aber so einfach mal. Nein! Nein, Spiel! Nein! Das hast du jetzt nicht ernsthaft gemacht, oder? Spiel, das kann nicht dein Scheiß ernst sein. Ich hab dich echt gern, Spiel, ne? Ja, klar! Auf jeden Fall! Natürlich, Holdrio! Grüß mir die Omi! Alter Schwede. Also manchmal, ne, muss man auch mal auf den Tisch hauen. Okay, soweit so gut. Warum fällt der da runter, der Krüppelfuß, ey? Kannst du dich mal anschneiden, Dennis, bitte? Warum muss der genau jetzt dann drehen? Das hat er doch vorher auch nicht gemacht. Ach komm, leckt mich, ihr scheiß Kettensägen. Ich bin ruhig, alles cool. Alles in Ordnung. Ey, komm. Ich muss kacken. Nein, also im Spiel meine ich jetzt. Ey, warum dreht der immer, wenn ich gut da durchkomme? Warum dreht der dann immer? Das ist so unfair, Leute. Guck mal, der macht das doch extra. Guck mal, jetzt bleibt er wieder stehen. Aber nichts da, nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Ja. Alles in Ordnung. Wir haben eine ruhige Stimme. Wir haben ganz viel Spaß. Ey, das ist schon heftig. Guck dir das. Als wenn er uns mobben will, ne? Als wenn er einfach ein Aimbot anhat. Der Baseballschläger hat ein Aimbot an. Ich sag's euch, Leute. Halbe Stunde? Wie soll ich das? Ich schaff das nicht mal in 10 Jahren. Ich schaffe es nicht mal in 10 Minuten. Ich schaffe es nicht mal in 10 Stunden. Ich schaffe es nicht mal in 10 Tagen. Ja, hau dir den Kopf am Kieselsteindach an. Scheiß auf Kettensägen und Riesen-Baseballschläger. Hau dir den Kopf auf... Klar, klar. Natürlich, natürlich. Warum auch nicht? Der Tag ist auch schon schön genug. Ey! Auf einmal kriegt er wieder ein Tempo, oder was? Und da dreht er sich wieder. Natürlich dreht er sich wieder. Warum bedenke ich das nicht? Gerade hat er sich auch nicht gedreht. Ach klar, stimmt, deswegen. Ja. Es ist alles in Ordnung. Wir sind hier seit 10 Minuten an dieser selben Stelle. Es ist unfassbar. Unfassbar. Es ist einfach unfassbar. Dieses Kotzlevel. Also nein, nichts gegen den Bauer. Du unfähiger Fahrradfahrer. Mit einem Helm. Ohne Helm. Du fährst ohne Helm. Schäm dich mal was. Und dein Sohn auch. Also ich. Ja, komm. Also bitte. Also bitte. Dann dreht er sich wieder nicht, weißt du? Wir fahren jetzt einfach auf einem Rad. Mir scheißegal. So. Und jetzt? Jetzt müssen wir wieder durch den verkackten Laser kommen. Der auch nicht übertrieben ist.
So, bitte. Bitte mach jetzt diesen scheiß Checkpoint. Danke, Spiel. Danke. Es ist sehr nett. So, jetzt können wir mal ganz wieder chillen. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. So, da ist direkt der nächste. Baseballschläger, Wichserkopf. Der Baseballschläger. Der beste Freund des Menschen. Guck mal. Geil, Popcorn. Ey, das ist unfassbar, oder? Okay, okay. Wir probieren es mal also so. Nee. Also ganz beim besten Willen, nein. Nee, nicht dein Ernst, Spiel. Oh, bitte. Lass mich dieses. Ey, der muss sich auch immer den Kopf aufreißen, da an dem Stein. Was ist denn mit dem? Guck mal, wie der Kopf immer wegfliegt. So plupp. So. Und dann ist weg. Immer Standbild ganz kurz und dann ist vorbei. Ey, das gibt's nicht. Wie sollen wir dem Ding ausweichen? Das ist doch unfassbar. Wir haben es gerade auch geschafft. Alter. Und dann diese gelbe Tonne. Warum steht da eine grüne Tonne? Was soll die Scheiße? Die hat überhaupt nichts auszusagen. Die hat da gar nichts zu suchen. Das ist voll unfair. Ey, wenn er sich jetzt noch einmal den Kopf an diesem Scheißdach aufschlägt, ne, und dann vom Bike fällt, weil er zu dumm ist, um einen Hut zu tragen, dann mache ich Kaffee. Dann ist alles in Ordnung. Nee, nee, finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut, was dieser Baseballschläger macht. Finde ich einfach nicht gut. Er sollte mal drüber nachdenken, was denn er in seinem Leben braucht. Ob er dieses Blut braucht, ob er keine Freunde braucht. Da sollte er mal drüber nachdenken, dieser Typ. Warum dreht er sich nicht um die Kurve? Ach, leck mich. Also bitte. Also bitte spielen, ne? Irgendwann. Guck mal, guck mal. Ja, natürlich! Klar! Ein blauer Ball, Freunde. Ein blauer Ball und ein Baseballschläger. Na klar. Guck mal, das ist das erste Mal gewesen, wo der Baseballschläger nicht direkt durchgefahren ist. Was ist jetzt mit dem Spiel? Ach, danke. Ich dachte gerade, es wäre hängen geblieben. Da wäre ich nämlich ganz aus. Also, dann wäre ganz vorbei. Guck dir das mal an, wie wir immer wegfliegen. Dann wäre ganz vorbei gewesen. Ich sage euch, Freunde. Puh. Na klar, warum auch nicht, ey? Wofür haben wir früher Limbo gespielt? Wofür? Für das hier oder was? Natürlich. Noch eine Runde. Jetzt mit Blut und Krebs und. Ey. Nein, nein! Ey, ich raste gleich aus, ne? Ohne Witz. Nee! Ey, das ist ein Witz. Ey, Spiel. Also ganz ehrlich, dieses Dreckspiel, ne? Dieses Scheißspiel. Ohne Scheiß, dieses Scheißspiel. Ich war durch. Ich war schon safe. Und dann kommt da so eine verfickte. Ich will nichts sagen. Eine verkackte Kettensäge. Ja, eine Kreissäge, klar. Und ach ja, der Baseballschläger. Das ist unerklärlich, Leute. Unerklärlich. Unerklärlich. Unerklärlich, diese Drecksau. Kann ich nicht wieder zurück oder so? Kann ich nicht wieder die Leiter hoch und dann cheaten? Komm schon. Ja, komm. Also Spiel, bitte. Bitte gönn mir doch mal ein bisschen Erfolg. Gönn mir doch mal ein bisschen. Ein kleines Erfolgserlebnis. Vielleicht mal in Zeitlupe. Komm. Nee. Nee. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Habe ich nicht gesehen. Das gibt's nicht. Pff. Ich habe mich jetzt so weit vorgekämpft. Ein Checkpoint. Ey, das ist echt traurig. Aber wir haten niemanden. Nein, alles in Ordnung. Das Level hat natürlich einen angehobenen Schwierigkeitsgrad, sage ich jetzt mal. Angehobener Schwierigkeitsgrad, Freunde. Das, so nennen wir das jetzt. Hä? Was?
ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gerade gesehen, Freunde? Habt ihr euch das gerade angeschaut? Guckt euch das mal an. Das ist schon Folterei. Also bitte. Oh, jetzt gehen diesen verkackten... Ja, danke, Spiel. Danke, danke. Danke, dass wir einen Checkpoint bekommen haben. Das ist echt nett. Oh, nochmal ein Baseballschläger. Ja, guckt mal an, wie schön. Ne? Weißt du Bescheid? Baseballschläger, guck mal an, wie schön. Boah. Alter, war es knapp. Okay. Jetzt runter. Danke. Ah, endlich mal wieder schöne Musik hier. Ist das ein Träumchen? Okay. Vielleicht sollen wir da was reindrücken, kann das sein? Tschüss. Was sollen wir hier tun? Okay, weg damit. Ja klar, warum sollen wir denn jetzt hier durchfahren? Warum? Okay, das ist nicht echt. Okay, jetzt wird's spannend, Freunde. Passt auf. Oh nein, wie kommen wir da nur hin? Vielleicht über diesen Bogen, wo 5000 blaue Bälle noch drüber schießen. Schnell! Stopp. Dude, das ist nicht dein Ernstspiel gerade, oder? Aber geile Mucke wieder dabei. Muss ich dir lassen, Freundchen. Muss ich dir einfach lassen. Ist einfach geil. Okay, einfach nur geradeaus. Komm schon. Volle Pulle. Volle Pulle, volle Pulle, volle Pulle, volle Pulle, volle Pulle, volle Pulle, volle Pulle. Nein! Oh Gott. Ja. Ja, Baby. Ja! Ja. Danke. Checkpoint, Checkpoint. Die habe ich gerne. Okay, dürfen wir dagegen fahren oder nicht? Okay, wir dürfen nicht dagegen fahren. Das ist ja noch schlimmer. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Baseball! Wie soll man das denn schaffen? Wenn wir da nicht so... Ey, Alter, was? Hey, wo kommt denn der blaue Ball jetzt her? Kevin! Okay, wir müssen vielleicht versuchen, da reinzuspringen. Oh. Ja, oder man wird vom Ball getroffen und vom Baseballschläger gleichzeitig. Das ist natürlich auch geil. Wollte ich auch mal immer machen. Nein, Baseballschläger, warum bist du so böse? Okay. Nicht dein Ernst, du blauer Drecksball! Guck mich an, Ball. Guck mich an. Willst du Stress, hä? Soll ich deine kleinen Babybälle töten, hä? Ich kann da ganz leicht auftreten, ich sag's dir. Ja! Was? Nichts passiert. Ja, tschüss, Kevin. Mach's gut. Wir sehen uns. Ey, ganz ehrlich, rast du ja aus. Hey, wir sind drüben. Kai. Ich raste aus. Ich raste aus, ohne Scheiß. Ja, das können wir schon vergessen. Das können wir schon vergessen, weil das viel zu langsam ist. Ja, schieß doch nicht immer deinen Drecksball! Komm schon. Oh, oh, oh ja. Oh ja, ist das schön. Ist das schön, oh ja. Heilige Scheiße, ist das ein Träumchen? Ist das ein Träumchen, ey? Heilige Mutter. Kriegen wir hin. Checkpoint. Was ist das denn jetzt für ein Agro-Raum, bitte? Wer soll denn hier durchfahren, Alter? Ist da... Hä? Wer soll da denn durchfahren? Okay. Okay, da müssen wir mit Anlauf durch. Okay, nicht unmöglich. Nicht unmöglich. Alles cool. Ah! Wir stecken fest im Beton! Wir stecken einfach fest im Beton! Jetzt komm.
Yes, Baby! Da wir sind durch die Hütte. Geil. So. Also er hat auf jeden Fall nachgedacht bei der Erstellung des Levels. Also muss man sagen. So, was sollen wir jetzt hier machen? Ach so, okay. Ich weiß, was er vorhat. Nicht schlecht. Ob das so gut geht, weiß ich natürlich nicht. Schade. Nee, das war nicht gut. Aber es könnte passen. Es könnte passen. Wir kriegen es hin. Oh. Nee, das ist ein bisschen kurz, ne? Also, das geht leider nicht. Komm schon, Baseballschläger. Ja! Nice! Wie geil! Mega gut. Geile Sache. Aber ich muss sagen, das Level ist sehr schwer, aber es ist sehr, sehr, sehr cool aufgebaut. Also, es wurden sich Gedanken gemacht, das merkt man. Ah, toll, Kevin. Du machst dir lieber keine Gedanken, ne, du Dummkopf. Du bist ein typischer Kevin, Alter. Guck dich mal an, ey. Mann, ey. Was ist mit dir? Warum muss der sich immer in zwei Hälften aufteilen? Hat er keinen Bock auf sich alleine gestellt zu sein, oder was? Ich mache jetzt einen siamesischen Zwilling aus meinen Beinen. Mein Gesicht sieht eh aus wie mein Arsch. Okay. Da sind wir. Oh! Fernsehen. Fernsehen gucken. Komm schon. Komm schon. Ich will's sehen. Ja. Nein! Ich will da durch. Ich will da durch. Nein, komm schon. Wir haben es fast, Leute. Wir haben es fast. Wir haben es fast. Komm schon, Leute. Wir sind so weit gekommen. Jetzt kurz vorm Ziel hier. Ja! Ja, wir haben den Riesenfernseher besiegt, Mann. Wir haben das Level geschafft. Wir haben bewiesen, dass wir auf jeden Fall würdig sind. Und ich würde sagen, mit dieser wunderschönen triumphalen Musik, danke, dass du sie eingefügt hast, danke für dein geiles Level, es war sehr schön aufgebaut, es war sehr anstrengend, es war sehr, sehr toll und ich danke dir für alles. Vielen Dank, wir sehen uns in einer weiteren Folge, Guts in Glory, wenn ihr Bock habt und ja, gerne weiterbauen, Freunde. Wir sehen uns, bleibt stark, bleibt stolz und bleibt schön. Ciao. The shape of you.